Guck mal, wir haben uns den Schirm hier so quer gemacht, damit die Sonne uns nicht auf dem Kopf scheint. Es ist so heiß schon frühen Morgen. Und jetzt essen wir ein schönes Frühstück. Ich esse alle Eier auf. Du willst nicht, ne? Nee. Hast du dir noch ein Kissen geholt? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Die Sonne, die reflektiert nochmal von da und dann macht es nochmal heiß. Das hilft wirklich. Super. Du, wir sollten das verkaufen auf Amazon. Mhm. Anti-Reflection genau. Pillow. Guten Appetit. Guten Appetit. Schönes Brötchen, Dinner Roll. Ich gebe dir auch Ei ab, wenn du möchtest. Und ich trinke jetzt einen Eiskaffee, weil es so heiß ist. Hat mir Corel das in ein Glas mit Eiswürfeln geschüttet. Lecker. Ja, guck mal. Heute kommt Corel mal mit zum Pool. Der muss mal ein bisschen Tarn bekommen, oder? Tarn? Hier, wir hüpfen mal das heißt hier in unseren. Ein Tarn. Mal auf zum Pool. Wie spät ist es? 11.47 Uhr. Die Grillen chirpen. Es wird heiß, also habe ich gesagt, lass uns doch einfach faul bleiben heute mal an deinem freien Tag. Hey, ich muss popeln, jetzt filmst du mich. Ja, popeln mal. Ja, popeln mal. Hast du was gefunden? Du meine Nase. Warst du erfolgreich? Oh, guck mal hier, die Spinnennetze. Guck mal, siehst du es? Überall, guck mal. War krass. Das ist so ruhig am Pool. Ist gut. Oh, sie war gestern auch da. Sie hatte aber gestern Kinder, heute ohne Kinder dabei. Ja, steppt der Bär schon wieder hier. Guck mal, eine Person ist am Relaxen. Meistens sind nur Frauen hier. Männer mögen das nicht so. Männer müssen arbeiten gehen. Ja. Heute ruht sich Corel mal so richtig aus, ne? Wie ist denn eigentlich mal mit Privacy? Privacy? Kannst du vielleicht in den UK haben, aber hier gibt es keine Privacy. Hier gibt es höchstens Privacy. Schöner Baulärm im Hintergrund von da drüben. Guck mal, ich habe mal eine neue Mütze nach vielen Jahren mir gekauft. Eine neue Wollmütze. Mann, ist das voll heute wieder. Meine Haare riechen gut. Ja? Ich muss mir jetzt nicht in die Nase reiben, aber meine Haare riechen gut. Oh, Corel, guck mal, ich habe echtes Gold gefunden. Guck mal. Das Gold liegt hier auf dem Poolwasser. Boah, guck mal. Das ist eine voll gute Liege. Guck mal, da kann man, liegt man total im Wasser hiermit. Mal, wie diese Liege funktioniert. Hier kann man sich hier rauflegen. Und dann sinkt der ganze Körper so nach unten. Und hier kann man sich schon einschlafen. Ich könnte gerade einschlafen. Jetzt bin ich eingeschlafen. Warte, renn nicht weg. So, ich will euch ganz kurz mal zeigen. Ich habe jetzt Sissys Telefon genommen. Das kann sie ja dann vielleicht hochladen. Was? Ja. Guck mal, das ist jetzt mein Lunch, Frau. Ist doch okay. Das sieht ja so Bombe aus. Ja. Das sieht so Bombe und du, aus. Was machst du hier? Ein halbes Brötchen. So, warte mal, das sieht natürlich eklig aus. Die Banane. Mit einer Banane von gestern. Das ist, was ich esse, ja. Und Sissi, guckt euch mal das an. Das sieht doch Bombe aus. Ja? Das sieht 1A aus. Kann ich dir auch machen. Da wird man neidisch. Warte mal. Haben wir alles hier? Kann ich dir auch machen. Tja. Guck, ja. Alter Schwede. Das sieht aus. Tja, ich werde mal zurückgehen zu meinem Brot.
Wir können ja auch so ein Brot machen, wenn du alles willst. Wow. Ey, die Trauben, die schmecken voll gut. Hier, willst du es Brot haben? Nein, will ich nicht. Danke dir. Haben gehört. Bist du jetzt nur so nett, weil ich gerade filme? So, und bei dir sieht es eher sehr traurig aus, oder? Dein Lunch. Ein Würstchen? Eine Stulle? Ey, du bist so ein Nachmacher. Das haben wir alles hier gehabt. Also du hättest dir genauso schön machen können wie ich. Weiß nicht, was das jetzt hier soll. Soll ich Mitleid mit dir bekommen? Nein. Das ist super lecker. Wie gesagt, ich hätte dir auch... Was machst du hier? Ein Tee und eine Milch. Das ist der Türke in mir und der Deutsche in mir. Also ich trinke keine Milch, sorry. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Milch getrunken habe. Nie. Naja, ist doch sehr traurig hier. Tut mir leid. Schmeckt ziemlich gut. Armer Mann. Muss hart arbeiten und dann sowas hier. So ein Lunch. Mensch. Du solltest mal probieren. Das schmeckt wirklich gut. Nee, danke. Ja, jetzt kannst du aber auch aufhören, mich zu filmen, oder? Wie soll ich denn mein Essen genießen, wenn du mit der Kamera mal meinen Popo steckst? Okay. Was macht ihr denn da? Koray muss rumkratzen, damit Lilly zu ihm kommt. Sonst sitzt sie nur bei mir. Mit billigen Tricks hier wird die Katze angelockt. Sei vorsichtig, mach jetzt keinen Blödsinn, bitte. Ich möchte jetzt nicht hier ein Blutbad haben. Ist die süß. Komm zurück! Komm zu Mama! Das ist doch meine kleine süße Maus. Lilly! Was gibt es denn da Interessantes? Lilly! Ach, da hat er irgendwas. Klar habe ich da was. Sein Trick. Sein Trick, um die Katze zu stehlen. Die süße kleine Maus. Lilly! Okay, jetzt lass uns den Mittagsschlaf machen. Okay. Wie alte Leute. Machen nur alte Leute Mittagsschlaf und Junge auch. Wenn man ganz jung ist, macht man auch Mittagsschlaf. Wenn man alt wird, dann ist man wie jung wieder. Siehst du, wie jung wir sind? Wie Fünfjährige. Ist die süß, wa? Pass auf, die haut dich gleich. Das ist nur eine kleine Babykatze. Gefährlich. Das ist doch nur eine kleine Babykatze. Mensch. Hast du echt abgebissen? Na hallo? Na hallo? Das Spielzeug war doch teuer, Mensch. Ganz teuer war das. Lilly! Catwalk. I'm a catwalk. On the catwalk, yeah, I shake my little booty on the catwalk. So, wir machen gerade Apfelkuchen. Lecker, lecker. Schön gebacken. Wo ist am Telefon? So sieht er jetzt aus, der Apfelkuchen. Lecker, lecker. Julian freut sich schon. Übrigens, die Lampen sind weg. Die Mehrheit von euch hat entschieden. Und ich muss auch wirklich sagen, die haben hier einfach nicht hingepasst. Die waren viel zu dunkel und das war nicht der richtige Vibe. Und so sieht es momentan aus. Aber ich habe schon noch vor, irgendwie so weiße Vasen oder so zu besorgen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Und die Anlage da auch noch wegzupacken. Aber momentan bleibt die da erstmal, bis ich was habe. Aber sieht auf jeden Fall viel, viel frischer so aus und heller und leichter. Ja, mir gefällt's. Wir sind gerade bei Lidl und heute gibt es hier asiatische Woche. Und da haben wir unsere Soße gefunden in riesengroß. Sweet Chili Sauce, 2,49 €. Butter Chicken, guck mal, Koray, das hört sich auch lecker an. Das solltest du mal probieren. Die Soße hört sich gut an. So, Butter Chicken. Ach, hier gibt es auch noch kleine Sweet Chili Sauce und Hot Chili Sauce. Hört sich auch gut an. So viele gute Sachen heute. Ich finde auch die hier sieht gut aus. 1,59 € ist auch noch so billig. Scheiße. Und hier oben ist Sushi Reis. Oh,
mal, ich mag die ja auch ganz gerne. Die Sprouts. Wir kommen jetzt hier nicht aus dieser asiatischen Ecke raus. Die sieht so cool aus alles. Oh, guck mal hier. So ein Sesambar. Sieht ja auch lecker aus. Sesame Seeds. Die sehen gar nicht aus wie Sesame Seeds. Bin ich jetzt verwirrt. Oyster Sauce, Fish Sauce, Teriyaki, Sweet Soy Sauce. Spring Roll Wrappers. Kannst du uns gerne selber machen? Guck mal, was hier alles gibt. Hier von den Nudeln musst du auch welche nehmen. Das hier zum Beispiel. Hier ist wie so Ramen. Gewürz. Ginger Extract Spray. Tom Yum Paste. Das hört sich jetzt fast indisch an. Na, ist ja auch asiatisch. Oh, das hört sich alles sehr lecker an hier. Es gibt hier unten Mango. Da ist auch noch Reis, du. Das ist schon auch ganz gut. Jasminreis, 6,99 in, guck mal, in Jute Bag. Ich glaube, das hat einer falsch übersetzt, weil auf Englisch macht das keinen Sinn. In Jute Bag. Guck mal, das sieht auch interessant aus. Eggplant. Das ist Aubergine. Aha. Aber in der Dose? Schmeckt das? Habt ihr das schon mal probiert? Stuffed Cabbage. Das ist quasi eine Kohlroulade oder was? Gefüllte Paprika. Huh. Und dann sieht es so aus, als wären da ganz viele drin und hier ist nur noch Soßenpaket drin. Ach so, aber es sieht irgendwie interessant aus. Ja, aber das ist wirklich nicht viel drin. 3,99. Alles asiatisch heute irgendwie. Ja. Guck mal, ist ja lustig. Das Gemüse. Egg Rolls. Frühlingsrollen. Ich würde sagen, Soßen haben wir zugeschlagen hier, ne? Guck mal, hier, bei Lidl kannst du auch $15 die Stunde plus Benefits, heißt also wahrscheinlich Krankenversicherung, Rentenversicherung, sowas alles. So, ich zeige euch unseren Einkauf. Es geht gleich los, wird gerade ganz dunkel mit dem Gewitter. Es gewittert schon ganz ordentlich draußen. So, hier haben wir Buffalo Style Chicken Pizza. Dann haben wir hier Huhnaufschnitt zweimal. Gelati, super lecker, quasi Magnum bei Lidl. Griechischer Joghurt, Nutella. Und dann hier so ein Schüsselchen Salat. Dann haben wir hier die Asian Style Noodles und hier noch so ein paar andere Udon Noodles. Walnüsse, Riesenpack, das mache ich mir immer in den griechischen Joghurt. Erdbeeren, Bananen, Selzer. Dann, da, jetzt hat es geblitzt draußen. Jasminreis, zweimal. Peanut Butter, Strawberry Jelly, Mushrooms. Dann haben wir hier Ramen ein paar Mal. Brokkoli, Avocados, Äpfel, Fisch, Eier, die gute Alouette, lecker irische Butter, dann haben wir hier Huhn, dann haben wir hier die Salamis, die Hard Salami und die Pepperoni. Doreen isst das immer sehr gerne. Steak, das sind Kobe's Würstchen. Dann hier die Tortilla Flour Wraps, diese Pizza, Julian liebt die, Käse, Romaine, Potatoes, hier sind Äpfel, noch ein paar andere Äpfel und Cora hatte Lust heute für Lemonade, Cherry Tomatoes, Gurken. Haben wir hier zugeschlagen bei den asiatischen Soßen, die Sweet Chili Sauce zweimal,
Dann hier Hot Chili Sauce, Sweet Chili Sauce, die Sprouts. Und das hier sah so lecker aus. Honig auch noch. Und aus der Lidl Bakery ein paar Croissants. Ich glaube, da fehlt schon was. Da hat schon einer was gegessen. Beweist du. Muss ich dir den Magen aufschneiden. Und zwei Brote von Lidl. Und bezahlt haben wir einmal bei Lidl 132 und bei Walmart 97. Da war wieder jemand nicht pünktlich. Du bist doch diejenige, die uns den Einkauf zeigen muss. Also ihr hört draußen jetzt den Regen. Oh, jetzt habe ich das Sofa nicht abgedeckt. Soll ich das noch schnell machen? Nein. Jetzt geht's los. Jetzt wird alles pitschnass. Na, jetzt hast du aber Hunger, oder? Nee, ist nie voll. Dein freier Tag und du hast schon wieder dein Arbeits-T-Shirt an. Ich hab so hier. Viele davon. The Wolfpack. So. Jetzt ist mal das Essen, ne? Ich habe ja jetzt schon gegessen. Wir waren Croissant essen, aber ich würde gerne einen Apfel essen. So, ich geh dann jetzt einfach mal einen Mittag schlafen. Ach nee, ich muss ja alles noch wegräumen. Höchstwahrscheinlich werde ich dies tun, mein Schatz. Jetzt ist alles nass. Das ganze Sofa. Oh, war ich zu spät. So, wir sind kurz bei Publix reingerannt. Habe ich ein paar Blümchen für die Gabi geholt. Und ein paar Karottenkuchen, weil wir zu faul sind zum Backen. Der neue Mitarbeiter hier bei Publix arbeitet hier. Der ist ganz süß. Anything else, ma'am? No, that's it. Plastic is okay. Plastic is okay. Yeah, that's kind of you to pay for me. Let's go. Zack, zack. Guck mal, hier gibt es Regenjacken. Schon was los hier, oder? Ja. Guck mal, was wir hier Leckeres haben. Tomate, Mozzarella, Basilikum. Sieht so schön aus. Yum, yum. Guck mal, ein Regenbogen. Oh, wie schön. Cora, weißt du, dass da Gold ist am anderen Ende vom Regenbogen? Lass uns mal dahin fahren. Der geht irgendwie so, aber so straight up. Oh, jetzt kann ich nicht mehr sehen. Lass uns jetzt dahin fahren. Vor lauter Bäumen. Kannst du mal in den GPS eingeben? Regenbogen, Schatz. Müssen wir jetzt suchen. Oh, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Weißt du, was dem GPS sagen wird? Ziel erreicht. Ziel erreicht. Da ist er wieder. Gucke. Kann man das jetzt nicht sehen? Der geht so straight up irgendwie. Gar nicht so. Und das ist sie. Der geht so straight up. So, mein süßer da, Sohn. Jetzt sieht man die Kurve schön. Mein süßer Sohn hat jetzt Hunger. Bringen wir ihm was mit, oder? Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Oder ich koche ihm was. Hast du Lust, an deinem freien Tag was zu kochen? Guck mal, was das für ein riesen Regenbogen ist, oder? Ja. Oh, groß. Ich überlegen. Du willst mal zu Wendy's. So aus. Quality is our recipe. So, die zahlen 14 bei Wendy's. Aber schon krass, wie viel Werbung die ganzen Firmen machen. Oh, alle suchen. Wir zahlen jetzt 15. Now hiring up to 12 hours. 12 hour. Yeah, no, $12 it's an hour. Up to. Ja, aber auf dem Schild steht 14. Das ist ein altes Schild. Vielleicht. Guck mal, selbst bei Lidl stand dran $15. Hier ist das Menü. Hey there, I'll take a $5 biggie bag. With a nuggets and spicy only, by the way. That's fine. With a double stack. And I need a Coke.
for drink? Will er eigentlich Diet? Nee, er will keine Diet Coke. And I need barbecue sauce. That's it. Thank you. Jun trinkt ja eigentlich gar keine Cola mehr. Ich wusste gar nicht, was er überhaupt will. Weißt du? Yes. Thank you, you too. Müsste man checken, ob sie alles richtig gemacht haben. Manchmal vergessen sie Sachen. Ketchup haben wir auch so da. Auch so. Ja. Alright. Ketchup haben wir auch Soda. Haben wir auch Soda. Soda haben wir auch da. Strawberry Frosty is back. Mensch, ich bin gut, so, der Himmel ist ganz rosa. Da, guck mal, der ganze Regenbogen kannst du jetzt sehen. Guck mal, ich hab so viel der komplette gegessen. Regenbogen. Ich hab so viel gegessen, weil die Gabi alles so lecker gemacht hat. Oh, Daddy, hol mal den. Da ist jetzt das Gold. Immer so komische Spam-Comments. Irgendwas immer, man soll in Gold investieren oder irgend so ein Quatsch. Mhm. Schreiben immer irgendwelche Bots. Tja. Du, wann hast du schon mal den ganzen, gesamten Regenbogen gesehen? Guck mal. Den ganzen Bogen. Ich weiß gar nicht, warum du so fasziniert davon bist. Ach komm, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Man sieht den halben, aber doch nicht den ganzen. Tja. Schon cool. Schon cool. Schon cool. Und dann rühmst der Himmel ganz rosa. Gut gegessen haben wir auch. Och, danke, Gabi. Gabi, vielen Dank. Martin, dir auch Dankeschön. Das war alles super lecker. Martin hat ja wieder einen schönen Kaffee-Latte gemacht. Professional Barista. Professional mit Design obendrauf. Ne, es war wirklich super lecker. Willst du lieber von da das Gold suchen? Von da? Da? Entweder ich da? Ich habe jetzt keine Lust auf. Man weiß ja nicht, wo Anfang und wo Ende ist, ne? Ich wo ist Anfang und wo ist Ende? Du findest das Gold und weißt, wie die Menschen sind. Wenn die denn zu viel Geld haben, dann verändern sie sich. Wer weiß, dann nachher trennen wir uns und was nicht. Ich will es natürlich alles nur donaten. Oh, du willst alles donaten? Ja. Das ist aber lieb.